Hi! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da oder subscribt meinen Channel oder haltet einfach euer scheiß Maul. Mich kotzt diese YouTube-Scheiße an. Ich habe keinen Bock auf den Mist. Wir haben heute ein bisschen Platz für Wut und für Hass. Ich habe zwei total talentierte, gut aussehende Poetry Slammer und Poetry Slammerinnen eingeladen. Und ich hasse die, weil die kriegen viel mehr Klicks auf YouTube. Einmal Svea Gross und Laurin Buse, Applaus bitte. Cool, dass ihr da seid. Ja. Ich mag euch nicht, aber es ist nicht schlimm. Wir sind bei der Lokalrunde. Ich erkläre es nochmal für euch Zuschauer, die noch nicht so häufig Lokalrunde geguckt haben. Wir haben hier zwei Poetry Slam, Poetry Slammerinnen, die selbst verfasste Texte mit dabei haben. Sie kämpfen in Gunst unserer Jury, die ich gleich vorstelle. Wir werden aber das Ganze ein bisschen spezieller machen, indem wir wetten vorher. Die Leute im Publikum haben Gläser bekommen und werden vorher setzen, auf welchen Menschen sie setzen. Wer glauben sie, kann besser disliken heute oder kann besser sich aufregen über Dinge, die ihn oder sie aufregen. Mich regt das jetzt schon total auf. Grinst nicht so viel bitte, das nervt mich total. Wir fangen bei dir an, Svea. Du wohnst in München. Ich hasse München. Ich musste da geboren werden und wohne aber jetzt seit 8 Jahren nicht mehr. Warum sollten die Leute halt auf dich setzen? Weil ich älter, größer und schneller bin als Laurin Buse. Du bist älter als Laurin? Ja. Siehst du, du hast gelogen. Ich hasse Lügner. Okay. Laurin, grinst nicht so. Sag mal, warum die Leute für dich auf dich setzen sollen. Du bist aus Basel ursprünglich, wohnst ja jetzt in Hamburg, oh, cool. Ich wohne auch in Hamburg, machst mir alles nach. Sag mal, warum sollen die Leute halt auf dich setzen? Ach, sonst werde ich mit all meinen Fake-YouTube-Channels dieses Video sowas von disliken. Okay. Dislike. Okay, eigentlich seid ihr beide für mich Verlierer, aber trotzdem gucken wir uns erstmal die Jury an. Ihr seid total toll, ich liebe euch. Applaus für unsere Jury. Die Jury wird das Ganze bewerten, aber wie gesagt, das Publikum darf auf euch setzen. Ich bitte jetzt, dass die Leute nach vorne kommen und auf die Person setzen, bei der sie glauben, dass er oder sie vielleicht doch ein Gewinner ist oder eine Gewinnerin. So, ihr habt beide ungefähr gleich viele Gläser. Das heißt, keine Ahnung, die Leute können euch auch nicht so richtig einschätzen. Wir wollen jetzt ein bisschen Wut und Hass sehen. Svea, Kopf oder Zahl? Kopf. Kopf. Es ist aber Zahl. Das heißt, du darfst anfangen oder musst oder keine Ahnung. Spaß beiseite, jetzt geht's zum Poetry Slam. Wir rasten vollkommen aus für den ersten Kontrahenten in dieser Folge für Laurin Buse. Ja, also ich finde, das passt auch überhaupt nicht hier, wie du performst irgendwie. So Dislike ist überhaupt nicht so ein aggressives Wort. Das ist eigentlich ein sehr schwaches Wort, finde ich. Also man denkt jetzt überhaupt nicht gerade an Hasstiraden oder irgendwie Wutanfälle, sondern, naja, aber es gibt so einen Schlagmensch, bei dem denkt man sich so, Dislike. Es sind nicht so viele Leute, aber ja, also man denkt das ab und zu, Dislike. Aber man denkt dann auch nicht mehr oder weniger so. Und dieses Gefühl lösen in mir so Leute aus, die sich überwiegend damit beschäftigen, penibel darauf zu achten, dass es ihnen erstmal selber gut geht. Diese Menschen lohnt es ja nicht zu hassen, sie sind leider viel zu ähnlich wie man selbst, aber leider helfen sie mit ihrer Einstellung oft denen, die es wirklich zu hassen lohnt. Self-love. Du gibst Acht auf dich und das macht ja nichts. Weil du ja schließlich erwachsen bist. Und man weiß schon selber, was für einen am besten ist, aber bei dir hat das so was Besessenes. So eine Self-Love, die dich alles andere vergessen lässt. Weißt du, es ist wirklich ein dünner Strich zwischen ich gebe einen Fick und ich kümmere mich um mich. Aber hey, zum Glücklichsein brauchst du ja eigentlich nichts. Außer pro Tag etwa 10 Stunden Schlaf, außer zum Start Heidelbeeren mit Quark. Du brauchst keine Milch, aber es grenzt schon fast an Nahtod, hast du am Morgen keine Avocado. Du brauchst Matcha, Baobab, Guarana, koffeinfreier Kaffee aus Ghana. Du bist happy, denn du kannst in diesem ganzen Konsumwahn noch Nein sagen. Du brauchst keinen Burger, du brauchst Leinsamen. Du brauchst nichts außer Joggen gehen im Wald, aber bist du verrückt, doch nicht auf dem Asphalt und auch nicht heute. Heute ist viel zu kalt, du hast immer ein bisschen Angst, deswegen du dir nie was abverlangst. Du liest nicht einmal mehr News, weil dieses Leid ist dir zu viel. Du brauchst nur ein bisschen Vitamin und hast morgen einen wichtigen Termin. Du bist der Typ Mensch, der sich ein mega teures Fitness-Abo leistet, um dann dort Übungen zu machen, die in etwa so anstrengend sind, wie ein Fenster zu öffnen. Öffne einfach ein Fenster. Du bist der Typ Mensch...
Du bist der Typ Mensch, der ständig so, der plötzlich so Sachen sagt, wie ich dislike jetzt. Jetzt mache ich jetzt. Es tut mir gut, es entspannt mich. Ich dislike diverse Dinge, Videos, Taxifahrten, Restaurants. Ich schreibe Reviews auf TripAdvisor. Letztens war ich zum Beispiel beim Spanier und habe in meinem breitesten, besten Italienisch eine Paella bestellt. Una Paella, por favor. Schließlich brachten sie so eine riesige Pfanne und als sie mir davon was geben wollten, mussten sie die Pfanne kippen und den Reis, der Reis, der klebte so richtig daran, habe ich mir gedacht, ich dislike jetzt. Ein Star, never again, worst Paella I've ever met. Ja, du bist der Typ Mensch, der dann danach nur noch irgendwelche Diäten macht. Irgendwelche Diäten und dann trotzdem die Leute immer zum Essen einlädt. Und es gibt einfach nichts. Außer eine gedämpfte Salzkartoffel. Aber ohne Salz. Weil Salz entzieht dem Körper wichtige Stoffe. Und dazu gibt es einen Karottensalat. Wobei es ist eher ein Karottenschalensalat. Weil die Vitamine, die sind nämlich in der Schale. Und darüber noch so ein bisschen Erde, damit alles so schön crunchy ist. Und man hat das Gefühl, man isst ein fucking Kompost. Dabei können Menschen noch so vieles wegstecken. Sie können auf die Zähne beißen und sie können Dreck fressen. Sie befreien sich selbst aus ihrem geistigen Kerker und Niederlagen machen sie eigentlich nur stärker. Mit Händen und Füßen kämpfen sich Menschen durch Krisen, überwinden manche Grenzen, an welchen andere sich stießen. Und auch in schlechteren Zeiten setzen Menschen sich ein. Sie kämpfen, sie fighten, sie beenden das Leid, sie geben ihr Bestes, sie helfen anderen in Not, stellen sich vor Schwächere, wenn sie jemand bedroht. Sie geben ihr letztes Hemd für eine bessere Welt und sie liken Posts von Freunden, selbst wenn es ihnen nicht gefällt. Wie viele wieder auferstanden, nachdem sie in die Abgrundtiefe mussten, aber du hast Probleme, ein Abflusssieb zu putzen. Ist immer so klipperig. Aber du bist der Typ, der dann nicht so schnell nachgibt. Du sagst, okay, aber wenn jeder auf sich selber mal Acht gibt, wenn jeder sieht, er ist seines Glückes eigener Schmied, dann ist doch die Welt eine bessere, weil dann jeder sich liebt. Und ich denke mir so, sweet. Das ist überraschend naiv, ist auch was dran, aber es macht mich aggressiv. Ganz ehrlich, diese Denke macht mich echt fertig, weil du damit rechtfertigst, mich schert nichts. Hauptsache, ich bin frohen Mutes und ich tue der Welt damit auch etwas Gutes. Du hältst dich irgendwie für eine Art Jesus Christus, aber deine Self-Love hat mehr zu tun mit Egoismus. Du zelebrierst dich in einer ach so edlen Querulanz, aber du pflegst dich nur, damit du dich noch besser selber pflegen kannst. Und nein, wenn sich alle so verhalten, wie du das tust, wenn sich alle so verhalten, wie du das tust, wenn alle Gedanken nur noch kreisen um Superfood, wenn alle getarnt als Spiritualität sich selbst erheben zur höchsten Priorität, dann ist es kein Himmel auf Erden, sondern vielleicht schon zu spät. Wenn heute Solidarität verkommt zu einem, wenn alle Mauern hochziehen, um ihre Gebiete zu schützen, Deals abschließen, die nur der Elite was nützen, und es versinken die Werte und der Schmutz im Weltmeer, weil der eigene Schutz zählt mehr, dann ist es dasselbe wie deine Self-Care. Cool. Ja. Ich mag Jim noch nicht, aber der Text war cool, okay. Wir haben das gehört. Wir sind jetzt sehr gespannt, was du dazu zu bieten hast. Wir rasten nochmal vollkommen aus für unsere zweite Slammerin, für Svea Gross! Ja, moin. Ich dachte immer, ich bin ein super friedlicher Mensch und eigentlich stört mich nichts. Und dann bin ich nach München gezogen, vor ungefähr einem Jahr. Und jetzt weiß ich, was Hass ist. Und konnte was mit dem Thema anfangen. Und der Text startet in München und geht dann weiter. Viel Spaß. Ich bin vor einem Jahr nach München gezogen. Ich denke, mir ist nun bewusst, wie man richtig hasst. Im Gegensatz zu München ist sogar Wiesbaden der Place to be. Und aus dem Norden kommt, hat man es besonders schwer. München ist so sauber. Und den Münchnern ist nicht immer alles egal. Wenn im Norden etwas nicht so gut läuft, denken sich alle nur so, Und in München machen sie dann Regeln. Diese Stadt ist so konservativ. Und wenn man das anspricht, sagen alle, dass in München gar nicht so viel CSU gewählt wird. Und ich denke mir nur, okay, aber außerhalb von Bayern gibt es dieses CSU-Problem ja auch gar nicht. Natürlich gibt es allgemein noch unfreundlichere Parteien, aber die halten Weißbier nicht für wichtiger als Bildungspolitik. Mein Vorhaben aber, meine München-Abneigung zwecks Lebensqualität auf Menschen innerhalb meiner näheren Umgebung aufzuteilen, erweist sich jedoch als schwierig. Ich habe beispielsweise keine Nachbarn mehr, die ich klassischerweise hassen könnte, denn alle Nachbarn hassen mich.
Und das kann auch nicht auf Gegenseitigkeit beruhen, denn ich verstehe die schon. Es ist leider nicht so, dass ich jedes Wochenende zu sehr guten Partys einladen kann, sondern mir fällt einfach im Treppenhaus immer der Müll runter. Entweder sind meine Müllsäcke zu dünn oder ich produziere einfach zu schweren Müll, der die Tüten aufreißt. Das ist, denke ich, ein charakterliches Problem. Es tut mir auch total leid, dass das ganze Treppenhaus voller benutzter Kaffeefilter und Darmhygieneartikel ist. Aber ich wohne halt im 6. Stock. Das laufe ich nicht nochmal zurück. Jedoch hat Hass in meinem näheren Umfeld andere Explosionsherde gefunden. Denn Hass ist nun mal Bestandteil menschlicher Interaktion. Besonders innerhalb einer Liebesbeziehung wird sehr viel Hass produziert. Gar nicht innerhalb der Beziehung, man hat sich ja gern, sondern aus der Beziehung heraus gegen andere Paare in Liebesbeziehungen. In zynischen Kabarettliedern heißen diese Paare immer Thomas und Simone oder Michael und Susanne, aber ich bin Ende der 90er geboren. Die nervigen Paare in meinem Umfeld heißen Mia und Leon und wollen samstags immer gemeinsam bouldern. Gemein ist, dass Mia und Leon immer im Urlaub sind oder kochen oder joggen oder Sex haben und nicht wie wir samstags um 3:30 eine Tiefkühlpizza mit Senf zum Frühstück essen. Ich hasse die. Aber ich hasse auch blauschreibende Kugelschreiber, Landkreise oder Bücher mit Fotos auf dem Cover. Mein Hass verhält sich im Grunde ziellos wie mein Studium. Außerdem ist Hass ein wirklich starkes Wort. Das klingt zwar nach einer bekannten Erziehungsfloskel einer RTL-Pädagogin, aber da ist etwas dran. Hass ist hart. Eine aufgebaute Front, die weder durch Gespräche oder Kompromisse abgebaut werden kann, Hass ist eklig. Nazis hassen, Nazis sind eklig. Aber Wut kann ich besser verstehen. Wut ist aggressiv, hat aber meistens einen Grund. Aus Wut kann man hässliche Geschirrstücke auf den Boden schmeißen und Menschen, die man eigentlich gern hat, ins Gesicht brüllen. Brüllen hat für mich etwas sehr Intimes. Es dauert sehr lange, bis ich beginne zu brüllen, aber wenn dann erst einmal alle Hemmungen gefallen sind, gibt es kein Zurück mehr. Dann wird gebrüllt. Morgens, mittags, abends wird da gebrüllt. In allen Stimmen und Tonlagen. Wenn mein Freund angebrüllt wird, weil ich der festen Überzeugung bin, dass er daran schuld ist, dass ich mir morgens Kaffee auf mein weißes T-Shirt gekippt habe, dann ist er erstens daran schuld und hat mich zweitens auch dafür zu lieben. Es ist ein Intimitätsversprechen. Man muss dann nur daran denken, dass jeder Spucketropfen, der, wenn ich brülle, in seinem Gesicht landet, ein liebevoller Kuss ist. Ein Tinnitus ist meine weise Stimme in seinem Ohr und ein gerissenes Trommelfell ist ein Zeichen meiner Liebe. Ich brülle nicht jeden an, nur wenn ich wütend bin und mir etwas wichtig ist. So ist das mit der Wut. Wut bedeutet Bedeutung. Wut ist verständlich. Es ist verständlich, wenn Frauen auf Männer wütend sind, wenn sie ungerecht behandelt werden. Es ist verständlich, wenn Menschen in Ostdeutschland wütend sind, weil ihre Löhne und Renten geringer sind als die im Westen. Wut nach oben ist großartig. Wut macht politisch und laut. Wut ist demokratisch. Momentan zeigen jeden Freitag Schüler und Schülerinnen auf der Straße, dass sie wütend sind. Wut kann Emotion durch Haltung sein. Aber Hass nach unten halt nicht. Hass verletzt und wertet ab. Begründet auf Unwichtigkeiten. Hass ist sinnlos. Also für die Wut. Dafür, dass meine Nachbarn mich nicht hassen, sondern wütend sind, weil ich den Müll nicht wegräume. Und dafür, dass ich eigentlich nur wütend auf mich bin, dass ich nicht wie Mia und Leon früh aufstehe und wandern gehe. An dieser Stelle sollte jetzt eigentlich stehen, dass ich auch nur wütend auf München bin, weil es durch zu strenge Regeln die Freiheit dieser Großstadt deckelt. Aber das schreibe ich nicht, aus Trotz. Denn ich bin immer noch wütend. Und das ist gut so. Solange man Wut von Hass trennen kann. Trennt vielleicht dadurch, dass man wütend auf den Hass ist. Und auf die, die ihn akzeptieren und verbreiten. Mut zur Wut oder so. Wahrscheinlich sollte es mehr Wut geben. Öfter mal rausgehen und Mülltonnen anzünden und Randale, Randale schreien. Oder vielleicht einfach lieber nachdenken. Nachdenken über das, was einen so wütend macht und dann was daran ändern wollen. Danke. Ja, cool. Ich bin jetzt noch wütender als vorhin. Ich dachte nicht, dass es geht. Ich hasse euch beide voll, aber ich muss Gott sei Dank auch nicht entscheiden, wer jetzt von euch besser war. Die Jury macht das. Ihr seid immer noch voll cool. Schreibt jetzt Namen bitte auf eure Tafel. Und dann haben wir eine Entscheidung. Und dann werden wir erfahren, wer von euch beiden eine Flasche Talamore Dew ausgeben darf, eine Lokalrunde ausgeben darf an die Leute, die auf ihn oder sie gesetzt haben. Hat unsere Jury eine Entscheidung getroffen? Dann dreht die Tafel bitte um. Ah, okay, du wusstest seinen Namen nicht mehr. Okay. Aber wir haben zwei Stimmen. Gewonnen hat, eine Lokalrunde ausgeben darf, Laurin Buser. Kommt nach vorne. Holt euch euer Glas, kommt nach vorne. Wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, alle Folgen der ersten Staffel findet ihr bestimmt irgendwo hier oder hier. Ansonsten nächste Woche Sonntag kommt die nächste Folge. Wieder mit der fantastischen Leonie Warnke statt meiner. Dann mit dem Team-Battle. Kirmes Hanoi tritt an gegen Es kann nur beide geben. Nächsten Sonntag. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und jetzt Whisky für alle. Applaus
Mhm.